Hi, ich bin der Günther. Ich bin aus Jörnbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke. Die letzte Folge lief alles andere als gut. Unser gesamtes restliches ursprüngliches Team, was heißt Vulko, Despotar und Steckdose, sind weggestorben. Wir haben nur noch Neulinge. Wir haben dieses Team und... Du bist scheiße. Und ein Baldorfisch und ein Quacks... Nee. Quaxo, Quapo, die Zwischenentwicklung davon. Auf der Box. Nachdem uns ein Doppelkampf gegen Team Magma Admin Tabita und Team Magma Leader Maxi oder so heißt er im Englischen, fast zerstört hätte. Oder eher gesagt, diese Pokémon eben zerstört hat. Und jetzt sind wir bei Team Aqua, die gerade anscheinend Kyogre erwecken wollen. Halt, stopp! Wo wir gerade davon reden. Also was du's. Hier, guck mal, Kyogre. Das war's jetzt. Du musst dich ver... Und ab in den Kampf. Mein jetziges Team ist deutlich höher gelevelt als mein voriges. Das heißt, er wird vermutlich nicht overlevelt sein. Drei Viecher, Aqua, Lila, Archie. Ein Gengar. Das ist ein Okea-Lied, stimmt. Ein Okea-Lied ist das für ein... Oh, warte, mein Earthquake ist ja auch sehr effektiv. Auf den kriege ich dann... Wenn das Ding kein... nein, nein, nicht noch einen Move, nicht noch einen Move. Ich gehe das Risiko ein und wechsle auf Voodoo. Ah, kacke, ich Idiot, der hat ja keine guten Attacken. Jawohl! Jawohl! Es leben alle! Glurak! Mann, wie gern hätte ich jetzt meinen fucking Tyrannen! Wie gerne hätte ich jetzt Tyrannen! Ja, okay. Ist aber nicht nötig. Ein pinkes Glurak krepiert und gibt gute Erfahrung. Komm, Farbigel kriege ich ja wohl raus. Ja! Ohne einen Verlust geschafft. Ja, hier, Red Orb. Der beginnt zu leuchten und Kyogre denkt sich jetzt auch, moin, moin, ich bin's. Boah, ich bin gerade echt froh, dass ich keine Verluste hatte. Ich glaube ehrlich gesagt mit meinem vorigen Team, nicht weil das Team an sich schwächer war, sondern weil die Level niedriger waren, hätte ich mindestens ein Teammitglied verloren hier, wenn noch eins von ihnen leben würde. Was? Wo ist Kyogre? Nachricht von unseren Mitgliedern. Ja, es regnet stark. Ja, genau deswegen. Wie ist es stärker als wir dachten? Ihr seid in Gefahr? Nee, halt, stopp, halt. Irgendwas ist falsch. Der rote Orb soll Kyogre aufwecken und kontrollieren, aber warum ist er weg? Warum? Was hast du... Du hast Kyogre aufgeweckt, nicht? Was passiert mit dieser Welt, wenn dieser Regen für immer weitergeht? Das Land wird ertrinken. Wart ihr nicht die Spastis, die Groudon aufgeweckt haben? Ich sollte eigentlich Kyogre kontrollieren können. Wir haben nicht da die Zeit, darüber zu diskutieren. Geh raus und seh es für dich selber. Günther, komm mit. Super Wetter. Was? Das ist... Nein! Ich wollte nur... Verstehst du es jetzt? Hast du gesehen, wie schrecklich dein Trauma geendet hat? Wir müssen uns beeilen. Günther sagt nichts. Ich weiß, ich sollte ihn nicht kritisieren, aber... Wir können, glaube ich, so nichts drüber tun. Wir können aber auch nicht einfach hier stehen und einfach zugucken. Also, diese antiken Pokémon sind schon krass. Günther, was los?
Das ist schrecklich. Ja, nachdem diese glühende Hitze geendet hat, hat das begonnen. Ja, die ganze Welt wird ertrinken, ne? Die Wolke kommt von Dingspolis. Da, wir müssen da hin. Wo geht's lang? Oh, nee. Stimmt, ich sollte auch mal gucken. Am ehesten dich, weil dich benutze ich am ungernsten. So rum. Als ob es ja Aquana gibt. Ah ja, stimmt. Das wechselt sich ja die ganze Zeit zwischen Hitze und dem anderen Kagab. Regen. Route 127. Ich hab keinen Bock auf Trainer. Die bringen auch gerade gar nichts. Wir müssen nach Dingspolis City. Hier bin ich richtig. Wir sind bei einem Berg. Und wir müssen, um hinzukommen, tauchen. Hier habe ich einen Encounter. Bitte. Es kann nicht sein. Ich hätte damit theoretisch auf, ich glaube, 9 Pokémon 4 Wassertypen. Wenn ich es fangen würde, das weigere ich mich jetzt sogar. Aber mein Enteron hat sich ja in ein schlechtes Ei verwandelt. What the fuck? Moin Groudon, moin Kyogre. Die haben voll Bock. Ich meine, Groudon ist ja auch eindeutig in der besseren Situation, nicht? Moin, ich kann nicht damit reden, schade. Hier ist er. Groudon und Kyogre kämpfen. Also, du willst auch mitmachen hier, du solltest wen treffen. Glaubst du, man sollte Groudon und Kyogre fürchten? Nein, du weißt, warum ich das frage. Okay, hier sind wir. Hier drin findest du wen, der Wallace heißt. Ich würde gern vorher mal ein Pokémon Center besuchen, wenn's recht ist. Wo ist denn das in der komischen Stadt hier? Der Aufbau ist wirklich voll weird. Aber einen Supermarkt könnte ich auch mal wieder vertragen, das stimmt. Vor allem für das hier. Und das hier. Und ein paar davon. So. Hier ist kein Pokémon Center. Da ist die Arena später. Moin. Genau wie die beiden Keks, die gerade Schultern der Kacke sind. So. Also, ich soll jetzt in diese eine Höhle da oben gehen und einen Typen namens Wallace finden. Der kann helfen. Weil, keine Ahnung, das ist Jesus oder so. Lol. Gibt's hier Encounter? Encounter! Ich freue mich über jeden Encounter. Oh, Fukano und Feuer-Pokémon! Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Das Ding will ich auf jeden Fall fangen, aber ich habe Angst, es zu töten. Wer hat...
Wer hat schwache Attacke? Genau. Alter, ich stink's übel, irgendwer lässt was anbrennen. Meine Mutter. Komm mit, Fukano. Komm. Ehre! Ich muss gleich wieder zurück, tatsächlich. Jetzt ist nur die Frage. Habe ich einen Firestone? Thunder? Nein. Stimmt, ich bezweifle es zwar, aber kann irgendwer aus meinem jetzigen Team fliegen? Fliegen ist ja auch eine starke Attacke. Ich wüsste aber nicht, ja, wer das so lernen könnte. Ich sag mal Yugong eher weniger, ne? Am ehesten hätte ich noch gedacht, naja. Also es war eigentlich aussichtslos. Ich hatte die geringe Hoffnung vielleicht, Lipumentas heißt's. Da unten haben wir Libeldra und Entoron. Hier, du bist am höchsten gelevelt, du gehst mal raus. Ich hoffe gerade, dass das Einkaufscenter trotz allem offen hat. Die dürften da nämlich Feuersteine haben. Ich fütter aber erstmal die Level hoch, falls es noch irgendwelche, ich weiß nicht, ich glaube 41 oder so erlernt, nämlich Fukano noch eine starke Attacke, die es als Akani nicht mehr erlernt. Das heißt, ich bring's erstmal, nein, erstmal auf das nötige Level und dann werde ich's entwickeln und nicht andersrum. Und es war nicht 41. Vielleicht war es auch nicht. Nein, Agilität ist es nicht. Was hast du denn für ein Moveset? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es die Attacke nicht. Nee, ist es nicht Flammenrad oder bin ich gerade. Aber das hat wirklich ein schlechtes Moveset. Da muss ich was tun. Sache ist die, ich habe auch im Moment nicht so viel Geld. Hier gibt's Standardzeug. Was gab's hier? Auch Standard. Es hat hier doch irgendwer Feuersteine verkauft, oder? Wenn nicht, wäre das belastend. Nicht runter. Hoch. Das sind die TMs, die ich nicht bräuchte. Wenn, dann bräuchte ich das hier. Ich nehme das auch mal mit. Hier nie im Leben. Ja, das sind die ganzen Kissen und sowas. Ah, wo kriege ich einen Feuerstein her? Ah, TM-Toxin. Im feurigen Pfad. Hier. Ein Encounter hatte ich hier schon. War das nicht sogar der Encounter? Habe ich nicht hier sogar meinen Despotar her ursprünglich? Irgendwie habe ich Angst, jetzt zu verkacken. Ich bezweifle, dass ich bisher was anders hätte machen können. Und das hier ist ein Feuerstein. Jawohl. Habe ich richtig recherchiert. Und damit habe ich ein richtig nices Akani. Jetzt noch die TM drauf. Die neue gekaufte. Die Challenge läuft noch. Wir sind nicht raus. Ich habe die Hoffnung eigentlich aufgegeben nach der letzten Folge. Aber wir sind keinerseits raus aus der Sache. Ich
wollte fliehen, aber egal, so geht's auch. Wir haben jetzt noch ein Akani im Team. Komplett kurzfristig, aber absolut geiler Boost. Trotzdem werde ich mich beeilen, diese Challenge fertig zu bringen, weshalb sie in nächster Zeit auch häufiger kommen wird. Egal, wie sie letztendlich endet. Denn ich freue mich im Moment echt drauf, eine neue zu machen. So, hierhin. Jetzt gehen wir wieder in die Höhle. Und ich habe Bob nicht dabei. Den Bob. Jetzt ist natürlich die Frage... Ja doch, nee, das ist keine Frage. Akani bleibt natürlich im Team. Das Einzige ist, eine Sekunde muss nochmal wer raus. Ja, einfach mal du. Ich brauche den EP-Teiler. Stimmt, das geht. Weiß ich ja sogar inzwischen, wie man das aus der Box machen kann, aber egal. Heute auch mal eine kürzere Folge. Ich würde nämlich sagen, wir hören gleich auf. Nachdem ich für die letzte und diese schon so viel Offscreen machen musste. So, ich hab natürlich das Ding noch in der Hinterhand. Wir sind im Rennen! Ich kann das wirklich so sagen. Wir haben zwar große Verluste gemacht, aber die Challenge läuft noch. Und wir haben eine Siegeschance. Wem gebe ich's hier? Komm. Wir haben eine Siegeschance. Aber wie gesagt, ich würde tatsächlich sagen, auch wenn es nur 17 Minuten sind, das war's für die heutige Folge von Pokémon Emerald. Auch wenn es nicht wirkt, als hätten wir so viel geschafft. Wir haben immerhin gegen den Team Aqua Leader gewonnen in einem nicht unbedingt unspannenden Kampf. Wir haben diesen Krieg zwischen Groudon und Kyogre beginnen sehen und eine unfassbar gute Erweiterung für unser Team gefunden. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Story-Finale. Bis dann und ciao.